herzlichen Dank für die Worte, die mich verlegen machen und die mir bestätigt haben, meine Gefühle, als ich herfuhr. Ich freue mich ungeheuer, in Göttingen zu sein. Ich war schon einige Male, nicht so oft, aber einige Male hier, und es waren immer für mich sehr, sehr eindrückliche Erlebnisse. Aber ich fühle mich auch geehrt und ich fühle mich auch geschmeichelt für diese Einladung. Und das ist gefährlich. Also Einladungen, wo Sie sich geschmeichelt fühlen, sollten Sie am besten ablehnen, weil Sie laufen in die Gefahr, nur Enttäuschung hervorzubringen. Und diese Gefahr besteht also für mich heute auch. Und zumal ich mich entschlossen hatte, Ihnen keine Lektion zu erteilen über Institutionen, das haben Sie alles schon gemacht, das machen Sie auch, das wissen Sie wahrscheinlich jetzt schon wieder viel besser als wir. Wir haben ja aufgehört, als Gruppe so zu arbeiten. Wir arbeiten mittlerweile nur noch als Einzelkämpfer auf diesem Feld. Sondern ich habe mich entschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, ist denn wirklich religiöse Bildung institutionalisierbar? Ich weiß, dass es eine Frechheit ist, mit einem solchen Thema hierher zu kommen, zumal wenn man so promoviert wird, wie eben gerade von Frau Röckelein, als derjenige, der irgendwo ein bisschen was Ihnen geben konnte, weil er schon mal darüber nachgedacht hat. Und jetzt kommt er und sagt, stimmt denn das überhaupt? Also, Sie sehen, wozu man da getrieben wird, wenn man sich geschmeichelt fühlt. Das ist eine gefährliche Sache. Zudem muss ich gleich sagen, ich muss einige sehr fundamentale Dinge jetzt Ihnen vortragen. Ich komme erst nach ein paar Seiten auf die religiöse Bildung. Das hat aber seinen Grund, auch zum Teil deshalb, weil ich ja, ich weiß ja selbst, als ich Sprecher war von einem SFB, wie die Interdisziplinarität sehr wichtig ist. Dazu nehme ich also hier sicherlich einige von Ihnen hier als Zuhörer habe, die nicht gerade das Mittelalter als Lebensinhalt haben und sich dann doch vielleicht da nicht so ganz genau auskennen. Also muss ich einiges sehr Fundamentales sagen, das manchen Medievisten oder den meisten Medievisten eh schon bekannt ist. Aber ich habe einen Text hier und deshalb kann ich vertrauen darauf, dass ich zum Thema sehr, sehr mit ganz klaren, probedeutischen Schritten hinführe. Denn es steht da geschrieben. Vielen Dank also vorweg für Ihre Aufmerksamkeit. Wie keine andere Epoche in der Geschichte Europas brachte das Mittelalter eine Kultur hervor, die ihre Immanenz derart fundamental auf das Göttliche transzendierte, dass nahezu alle Lebensbereiche davon betroffen waren. Aus dem Begreifen der Transzendenz des Göttlichen suchte man das Immanente der Welt zu erklären und zu gestalten. Dies führte zu bemerkenswerten Dichotomien, deren fundamentalste wohl die des Sündenfalls und der Erlösung oder die der Civitas Dei und Civitas Terrena waren, aus welchen sich wiederum Binarismen wie das Profane und das Geistliche, Babylon und Jerusalem, Sünder und Heiliger, ja in gewisser Weise auch Körper und Seele extrapolieren ließen. Es handelte sich um eine Struktur, welche die Welt als wesenhaft defizient erfahren und somit das Weltliche dieser Welt als immer begründungsbedürftig erscheinen ließ. Die Welt wurde als etwas Transitorisches angesehen, das es zu überwinden galt im paulinisch-augustinischen Sinne eines Weges zu Gott, via ad Deum, welcher vom irdischen Exil zum himmlischen Vaterland zu führen vermochte. Der Franziskaner-Theologe Bonaventura hat dies in seinem berühmten Werk Itinerarium Mentis ad Deum unter dem Gedanken einer Aszendenz der Seele mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Das höchste Gut ist über uns. So kann keiner selig werden, solange er sich nicht über sein eigenes Selbst hinaus emporhebt, nicht körperlich, aber mit der Seele. Des willentlichen Aktes eines solch aufsteigenden Weges bedurfte es, denn so stark auch das Göttliche, das Weltliche zu definieren schien, es selbst zeigte sich dem Menschen grundsätzlich als unverfügbar. Ein gesuchter Aufstieg der Seele konnte also als Mittel verstanden werden, sich die göttliche Transzendenz durch Übersteigung des Immanenten zu erschließen.
mit einem derartigen Versuch, sich die Unverfügbarkeit Gottes verfügbar zu machen, sprechen wir die Substanz des Religiösen an. Religion als Bestreben, sich den unverfügbaren, luminosen Gott verfügbar zu machen. Religion wusste man in diesem Sinn immer als etwas Tentatives zu verstehen, das man allein auf sich gestellt kaum zu bewältigen vermochte. In der christlichen Religion des Mittelalters war es die Urgemeinde von Jerusalem, die man als ein Modell ansah, weil sich alle Mitglieder alles teilten und so zu einer charismatischen Einheit verschmolzen, in der der Geist Gottes anwesend war. Aus dieser Urgemeinde sah man die Kirche sich verfestigen, die man ebenso als Braut Christi, als mystischer Leib Christi oder als Gemeinschaft der Heiligen, wie aber auch als Anstalt, als Universitas der Heilsvermittlung bezeichnen konnte. Religion institutionalisierte sich also sowohl als spirituelles System als auch als rechtliche Organisation. Genauer gesagt bedeutete dies Folgendes: Die kirchliche Gemeinschaft, der man durch den Eingangsritus der als ein göttlicher Gnadenakt verstandenen Taufe beitrat, wurde als Teilhabegemeinschaft an der Eucharistie und anderen Heilsgütern verstanden und von daher als Gemeinschaft der Heiligen postuliert, welche sich zudem in einer pilgernden Kirche der Gläubigen und letztendlich in einer triumphierenden der Märtyrer, der Bekenner und der Gerechten heilsgeschichtlich figurierte. Herrlich dargestellt von Andrea de Bonaiuto in Santa Maria Novella. Sie finden also hier unten, jetzt muss ich mal schauen, ob der mal die Maus hier. Sie finden also hier unten die Ecclesia Militans auf Erden und dann den Aufstieg durch das Himmels, die Himmelspforte zur triumphierenden Kirche im Jenseits. Diese fundierende Sakramentalität ließ jedoch von einer sich im Irdischen befindlichen Kirche auf eine im Jenseits verankerte, im Bild des himmlischen Jerusalems anagogisch fassbare transzendieren und verlieh der Kirche damit eine charakteristische Geltung als, ich zitiere, Himmelreich auf Erden, eine Formulierung von Peter von Moos. Gleichzeitig formte sich diese Kirche als eine Organisation mit genau definierten Ämtern in festgelegten Hierarchien aus, schuf sich rechtlich fixierte Normen und normstiftende Gewohnheiten, entfaltete judikative und administrative Verfahren, kreierte Standards der Kommunikation und entwickelte Rituale sowie kultische Riten, um spirituelle und profane Abläufe kanalisieren zu können und stellte letztlich den Anspruch auf das Monopol der Heilsvergabe. Extram Ecclesia, extra Ecclesiam non est salus, lautete seit Cyprian von Karthago dieser steinerne Satz von höchster religiöser und politischer Kraft. Beide Ebenen nun, Himmelreich auf Erden und Anstalt, waren notwendig, wollte Kirche eine institutionalisierte Form der Religion sein, so wie wir diese definierten, nämlich als Versuch, das Göttliche verfügbar zu machen. Institutionalisierungen sind auf den Erhalt von Dauer hin angelegt. Dabei fußen sie zum einen auf Instrumentarien und praktischen Konzepten, die einen, ich zitiere, methodischen Betrieb, wie Max Weber das nannte, zur Bewältigung des Alltags ermöglichten und dabei vor allem die Wiederholbarkeit des Tuns sicherstellten. Zum anderen aber auch auf Leitideen und Werteordnungen, die dem methodischen Betrieb Sinn und Legitimation verleihen. Beide Ebenen stützen sich gegenseitig und bringen dies auch symbolisch zum Ausdruck. Letzteres zeigt sich bei der Institution Kirche wohl am eindrücklichsten an der Symbolik der zwei Schlüssel im päpstlichen Wappen, die man unter anderem als die weltliche und die spirituelle Gewalt interpretierte.
Beide Ebenen, das Himmelreich auf Erden, wie auch die Anstalt des Heils, bedürfen hierfür neben Explizität vor allem Transpersonalität und Formalität, um das Ganze und nicht nur die Summe aller Teile zu vertreten, wie Peter Gemeinhardt schon in seinem einleitenden Vortrag unterstrichen hat. Nur weil beides, das Himmelreich auf Erden und die Anstalt des Heils, sich hatte zusammenfügen lassen, unterschied sich die Institution Kirche fundamental von anderen Institutionen, die zwar auch beanspruchen konnten, die Ebene der Leitideen und Werte mit der einer Organisation zu einem Ganzen zu verknüpfen, die aber nicht mit Erfolg dauerhaft zu behaupten vermochten, ihren Sinn darin zu haben, zugleich über das Institutionelle hinaus zu transzendieren auf die Unverfügbarkeit des Göttlichen. Und genau diese Institutionstranszendenz gab der Kirche ihre entscheidende und einzige Legitimation. Hier jedoch liegt ein analytisches Problem. Institutionstranszendenz bedeutete zwangsläufig auch die Auflösung des Institutionellen. Institutionen sind vom Menschen in irdischer Immanenz geschaffene Entitäten, wenngleich der Glaube bestehen mochte, dass die Grundordnung des Gesellschaftlichen von Gott vorgegeben worden sei. Gott selbst aber lässt sich nicht institutionalisieren. In dieser Hinsicht ist er dem Menschen tatsächlich unverfügbar. Auch wenn es den gegenteiligen Anschein haben mag, angesichts der institutionalisierten Praktiken des Gebets, der Askese und der Sakramente, die alle darauf zielen, sich Gott in seiner Unverfügbarkeit zu erschließen. Tatsächlich aber waren diese Praktiken helfende Ermöglichungen für die suchende Seele. Und wenn diese sich ganz individuell erhob zum höchsten Gut über uns, wie Bonaventura formulierte, und sie sich in innerer Reinheit, wie man sagte, wie in höchstem Verlangen Gott verähnlichte, um den treffenden Ausdruck von Bernhard von Clairvaux zu verwenden, und sich dabei von jeder irdischen Institutionalität freimachte. In dieser Weise ist auch jener Satz des Paulus, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, interpretiert worden, als dann im 12. Jahrhundert an höchst prominenter Stelle, nämlich im Decretum Gratiani, gesagt wurde, es gäbe zwei Gesetze in der Kirche, die Lex Publica und die Lex Privata. Letztere stünde höher als die erste, denn sie sei vom Heiligen Geist durchdrungen. Und so könne man sich mit ihr, also mit dem Recht des von Gott erfüllten Individuums, über die Lex Publica, dem institutionellen Recht der Kirche, gemäß dem Satz Ubi Spiritus Sanctus Ibi Libertas hinwegsetzen. Es liegt also der scheinbar paradoxe Sachverhalt vor, dass die Institution Kirche durchaus auch zu einem Punkt führte, wo sie sich ihrer selbst enthob und ihren Telos auch genau dort erfüllt sehen musste. Dann nämlich, wenn der Akt der individuellen Annäherung an Gott die institutionellen Ermöglichungen und Rahmungen in autonomer Freiheit des Heiligen Geistes überstieg und sich Gottes Unverfügbarkeit zumindest ein Stück weit aufbrach, mithin das Kernanliegen der Religion erfolgreich war. Die historische Problematik dieser Struktur zeigt sich meines Erachtens dort, wo man vermeint, gerade von einer besonders weitgreifenden Rolle des Institutionellen sprechen zu können, bei der religiösen Bildung nämlich. Der Begriff Bildung hat, wie Sie besser wissen als ich, eine weit gesteckte Semantik, in der man zu unterscheiden hat, einmal zwischen einer Bedeutung, welche in Richtung zweckmäßiger Ausbildung weist, und eine, welche eine umfassende, persönlichkeitsformende
sowie Werte und Wissen vermittelnde Belehrung meint und zum anderen einerseits oder zum anderen entweder die Aktion des Bildens betrifft oder auch deren Ergebnisse, also die erworbenen Bildungsinhalte. In Verbindung mit dem Religiösen besitzen diese Möglichkeiten alle eine beachtliche Kraft. Denn, wie schon Peter Gemeinhardt pointierte, Religion will gelernt werden. Religion äußert sich gerade in ihrer institutionalisierten Form auch als Fertigkeit im Umgang mit kirchlichen Praktiken und Lehren. Ich kann das hier nur ganz kurz anreißen. Das Feld der religiösen Bildungsgegenstände war schon im Mittelalter weit gespannt und das muss unterstrichen werden, im Laufe der Jahrhunderte auch großen Veränderungen unterworfen. Es umfasste Kenntnisse ebenso über kultische und pastorale Handlungsweisen wie über kirchenrechtliche Systeme und Gebäude der Theologie, welche gemäß Anselm von Canterbury der Glauben ist, der verstehen will. Fides querens intellectum. Das Feld war aber auch bezüglich der Zusammensetzung der Gläubigen, also der zu Bildenden, außerordentlich aufgefächert. Es reichte von einer weit überwiegenden Menge an Analphabeten, über Kleriker und Laien als Literati, bis hin zu professionellen Spezialisten. Dementsprechend unterschiedlich waren die Formen der Unterweisung. Sie reichten von der einfachen Volkspredigt durch den Bischof, dann aber auch durch Pfarrer und schließlich durch Vertreter der Bettelorden, über Domschulen, deren Einrichtung spätestens ab Alexander III. Den Bistümern zur Pflicht gemacht wurde, bis hin dann seit dem 12. Jahrhundert, Ende des 12. Jahrhunderts bestehenden Universitäten, wo Theologie zum Lehrinhalt einer eigenen Fakultät wurde. Diesem Fächer war ein anderer analog. Die Bildungsmedien waren ebenso vielfältig. Vom Bild, insbesondere dem öffentlichen in den Kirchen und liturgischen Schauspiel, über das gesprochene Wort bis zur Schrift erstreckte sich die Bandbreite. Wesentlich bedeutsamer aber war die Tatsache, dass im Mittelalter Bildung ein inhaltliches Element der christlichen Lehre war. Und dementsprechend das Thema Bildung selbst zu den religiösen Bildungsinhalten gehörte. Der Grund hierfür lag in einer heilsgeschichtlichen Interpretation des Sündenfalls, in welcher der Mensch, wie man glaubte, sich seiner gewissermaßen entwirklicht hatte und sich in einen Zustand völliger Ignoranz gestürzt hatte, aus dem er nur durch Bildung wieder befreit werden konnte. Es gebe, so sagte der große Enzyklopädist des 13. Jahrhunderts, Vincent von Beauvais, eine entsetzliche Fülle von Unwissenheit, aus der jeglicher Irrtum entstehe und die alle Söhne Adams mit ihren finsteren Falten umstricke, sodass ihr der Mensch ohne Erziehung voll Mühen, Schmerz und Furcht nicht entrissen werden könne. Um die Nachfahren Adams und Evas sich wieder ihrer selbst verwirklichen zu lassen, habe ihnen Gott die Vernunft gegeben. Sie solle sie befähigen, wie es schon bei Honorius und Augustulensis und anderen Autoren des 12. Jahrhunderts hieß, sich von der Ignorantia, die einem Exil gleichkam, zur wahren Heimat der Sapientia zu führen. Zitat: Der Weg von diesem Verbannungsort zur Heimat ist die Scientia, die Wissenschaft. Durch die Wissenschaft, Scientia, werden nämlich Betrachtungen durchgeführt in den naturhaften Dingen, durch die Weisheit, Sapientia, aber in den göttlichen Dingen. Dabei, Zitat Ende, dabei konnte der Weg durchaus wörtlich genommen und die Beschäftigung mit den einzelnen Fächern der Scientia als ein Durchschreiten hierarchisch geordneter Etappen verstanden werden. Veranschaulicht zum Beispiel einmal mit dem Bild von 10 Städten, die zu passieren seien und die jeweils ein Fach vertreten. Vorgestellt wurde dabei in jenem strikten Curriculum zunächst die Stadt der Grammatica,
denn der Rhetorica, der Dialektica, der Arithmetica, Musica, Geometria, Astronomia, Physica und Mechanica. Also der sogenannten sieben freien Künste plus Naturkunde und Mechanik. Und den Abschluss fand dieser Weg dann folgerichtig in der Stadt der Heiligen Schrift, als der wahren Heimat, in der nichts anderes als Weisheit, also die Befassung mit den göttlichen Dingen, herrschte. Ich konnte Ihnen nicht ein Bild bringen von diesem Weg, dieser 10 Städte. Ich habe noch nie eins gefunden, leider, als Illustration in dem Text. Aber ich kann Ihnen hier ein Bild von der Darstellung der Septem Artis Liberalis zeigen, in dem Hortus Deliciarum, Herrat von Landsberg, dem eigentlich der gleiche Grundgedanke auch liegt. Das Ziel aller Studien, welche der Verband anleite, müsse darauf gerichtet sein, die Unversehrtheit der menschlichen Natur wiederherzustellen, wie sie vor dem Sündenfall im Paradies bestand, wo der Mensch die Nähe Gottes besaß. Bildung also, Wissen über die Gesetze dieser Welt, vermochte man als ein Remedium, als ein Heilmittel zu begreifen, das nichts anderes sein konnte als ein religiös bestimmtes im Sinne unserer Definition der Suche nach Verfügbarkeit des Göttlichen. Hier können Sie sehen, wie man sich den Fortgang vorgestellt hat, indem man auch sich als bewusst war, dass man auf Schultern von Riesen stünde, als Zwerg zwar, aber weiter sehen konnte. Ein sehr berühmtes Bild im Mittelalter. Es galt, durch Wissen über das Sichtbare der Welt die Weisheit, die Sapientia zu gewinnen, zum Unsichtbaren des Göttlichen vorzudringen, wie Augustinus formulierte. Verfügbarmachung also durch Intellectus Dei, durch Einsicht, Erkenntnis Gottes also, um die Begrifflichkeit des Vinzenz von Beauvais nochmal aufzugreifen. Zu Recht dürfte man demnach sagen können, dass religiöse Bildung im Mittelalter ein wirklich, tatsächlich fest integriertes Element der Institution Kirche war, die sich selbst als Inhaberin einer von Christus empfangenen Lehrautorität des Magisteriums verstand. Als ein solches Element wurde religiöse Bildung selbst institutionell. Sie konfigurierte sich einerseits als institutionalisierter Bildungsprozess mittels organisierter Normen und Praktiken, mittels eines differenzierten Fächers an medialen Typen und mittels angepasster Didaktiken, wobei sie im Laufe der Jahrhunderte sich sogar immer stärker zu professionalisieren vermochte. Sie konstituierte sich andererseits aber auch als ein geschlossenes System von Bildungsinhalten, das als institutionell gelten dürfte, sowohl wegen seines normativ festgefügten Kanons an Fächern und Lehrinhalten, als auch wegen seiner symbolischen Bedeutung als Remedium, welches ihr die institutionelle Geltung verlieh, bei jedem konkreten Aufruf ein ganzheitlich wirkender Faktor der kirchlichen Heilsverwaltung zu sein. Die als Thema meines Vortrags gestellte Frage, ob religiöse Bildung institutionalisierbar sei, dürfte hiermit positiv beantwortet sein. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich lasse Sie noch nicht gehen, denn so einfach war es nicht. Und so einfach hat sich der mittelalterliche Mensch auch nicht gemacht. Eben weil religiöse Bildung als ein Remedium angesehen wurde, das fest im institutionellen Bereich der Kirche verankert war, konnte sie von jedem, der in ihrem Genuss kam, ebenso nur als, wie oben definiert, eine helfende Ermöglichung für die suchende Seele verstanden worden sein, welche zum höchsten Gut aufsteigen wollte und dabei sich gerade vom Institutionellen befreien musste. Unter dem Blickwinkel einer solchen Institutionstranszendenz schien religiöse Bildung im eben beschriebenen Sinne nur eine propädeutische Rolle zu spielen oder als ein Heilmittel unter vielen gar gänzlich zur Disposition gestellt worden zu sein, mehr noch vielleicht auch völlig anders, nämlich ohne jegliche Institutionalität definiert worden zu sein. Träfe dies zu, dann wäre meine Frage wieder offen und gewinne nun ganz wesentlich an Spannung. Um hier voranzukommen,
müssen wir uns den Bereich des mittelalterlichen Christentums eröffnen, der von sich behaupten konnte, die Virtuosen des Glaubens, wie Max Weber es formulierte, zu beherbergen. Diejenigen also, die um ihrer Gottessehnsucht willen die Welt verließen, um in einem abgeschiedenen oder abgeschlossenen Raum, den sie als sicheren Hafen zwischen Erde und Himmel bezeichneten, ihre Seelen zu vervollkommnen für die Begegnung mit Gott. Sie taten dies als Einzelne oder häufiger in Gemeinschaft und unterwarfen sich einer Regel, die den ganzen Menschen verlangte. Die Rede ist von den Frauen und Männern, die ein Leben in Klöstern wählten. Mit Hilfe eines Blickes in dieses Leben, das in so starkem Maße von konsequenter Vergegenwärtigung christlicher Spiritualität geprägt war und das seine Wurzeln einst in der Ablehnung aller institutionellen Bindungen zugunsten einer affektiv gesteuerten Gottessuche hatte, mag man das finden, was religiöse Bildung tatsächlich ganz anders hatte definieren lassen, nämlich als etwas, das eo ipso Institutionstranszendenz zu sein hatte und dann auch nicht mehr zu institutionalisieren war. Zunächst jedoch die Frage, wie institutionell war das Kloster und die dortige religiöse Bildung? Das darf ich nicht unterschlagen. Eingangs hatte ich betont, dass der christliche Glaube die gesamte Welt mit allen Menschen als etwas Transitorisches verstehen ließ, als einen Weg von ihr zu Gott. Das Kloster ist die institutionalisierte Form dieses Transitoriums, indem es die gemeinschaftlich getragene Organisation einer Durchgangsstation für jeden Einzelnen darstellte, der uneingeschränkt bereit war, den Weg zu Gott als alleinigen, absolut alleinigen Kern des irdischen Daseins zu leben. Das ist das Axiom. Deshalb geht es vorderhand gar nicht darum, ob mittelalterliche Klöster Schulen hatten. Es gab natürlich Schulen und der früheste Beleg davon, einer der frühesten Belege davon ist der sogenannte Klosterplan von St. Gallen, der also eine interne Schule hatte und eine externe. Das ist eine utopische Skizzierung, dieses Kloster gab es nie, aber es ist eine Idealdarstellung. Aus der, würde ich persönlich datieren, aus der frühen Zeit des 9. Jahrhunderts. Es gab natürlich Schulen, aber das ist nicht die Frage. Wichtiger ist der Sachverhalt, dass ein Kloster selbst in seiner Ganzheit als Schule verstanden worden ist. Schon die Regel Benedikts sprach, und andere Regeln taten dies implizit auch, vom Kloster als eine Schule für den Dienst des Herrn, Dominici Schola Servizii, in welcher man in seinem religiösen Lebenswandel und in seinem Glauben fortschreiten sollte. Processu vero conversationis et fidei. Jedem Einzelnen seien dafür Werkzeuge der geistlichen Kunst, Instrumenta artis spiritualis, bereitgestellt, die man Tag und Nacht unermüdlich zu gebrauchen habe. Das Kloster ist also noch mehr als eine Schule. Es ist, wie es heißt, eine Werkstatt, Officina, wo beständig in einem großen Formungsprozess an einem selbst gearbeitet wird, um, ich zitiere, jenen Lohn Gottes zu empfangen, den dieser versprochen hatte, nämlich, ich zitiere wieder, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief und in der Regel Benedikts. Das Kloster selbst zeigt sich also als eine große Bildungsanstalt, in welcher, wie das zum Beispiel Wilhelm von Saint-Thierry, ein Zisterzienser des 12. Jahrhunderts, ausdrückte, der alte, irdische Mensch abgelegt und ein neuer geschaffen wird, dem sich Gott final in seiner ganzen verborgenen Größe eröffnen wird. Diese Form der Religion, einen solchen Lebensweg zum noch Unverfügbaren, musste man freilich auch erst und immer wieder lernen. Hierbei gab es verschiedene Weisen, sozusagen der Curricula. In Gemeinschaften, an deren Spitze eine charismatische Führungsgestalt stand,
war dieser Charismatiker allein die Quelle jenes Wissens, das, wie oben geschrieben, zur Weisheit und Erkenntnis Gottes zu führen half. Stephan von Aubazin, ein Beispiel einer dieser Charismatiker des 12. Jahrhunderts, wurde folgendermaßen beschrieben. Und es gibt einen unter ihnen, der ihnen allen vorsteht, von dessen Lehre unterwiesen und von dessen Beispiel geformt, erstrahlen sie. Sein Wort ist wie brennendes Feuer, welches die Seelen der Zuhörenden entzündet und mit derart viel Liebe berauscht, dass die Beschaffenheit ihres Lebens und ihrer Sitten verändert wird. Allein das Wort und die Tat des Meisters zählte. Er war die institutionelle Verkörperung der Wahrheit. Weiterer Belehrungen, Regeln und Normen, Ordnungen und Rituale bedurfte es innerhalb solcher Gemeinschaften nicht. Die Geschichte indes zeigt, dass derartige Gemeinschaften immer in Organisationsformen festgefügter Klöster mündeten, die Regeln und Ordnungen unterworfen waren oder sie waren zuvor gescheitert. In solchen Klöstern gab es Vorsteher, die der Regel absolut verpflichtet waren. Es hieß, befiehl alles, nur neben Gott nichts gegen die Regel. Und für die, deren spirituellen Inhalte durch ihr Handeln ein exemplares Muster sein sollten. Also eine, wie man sagt, lebendige Regel darzustellen. In diesen Klöstern hatte man auch, ganz anders als in den charismatischen Gemeinschaften, den anfänglichen Prozess der Selbstprüfung und des Lernens, Mönch zu werden, in Form eines Noviziats institutionalisiert. Man achte bei dem Bild auf den Dämon, der hinter dem Novizen auf den Schultern sitzt. Welche Mühe eine solche Bildungsaufgabe, das ist die Überleitung Dämon und Mühe, nicht deshalb korrekt. Welche Mühe eine solche Bildungsaufgabe in der Praxis des klösterlichen Alltags bereitete, zeigt der Umstand, dass man sich immer wieder zu nachhaltigen Ermahnungen an Novizen gezwungen sah. Diese sollen sich von der ungeheuren Strenge der Ordnung, vom neuen Joch des Gehorsams und so weiter nicht schrecken lassen. Man war sich bewusst, dass eine derartige Ausbildung sich nicht auf den Zeitraum des Klostereintrittes beschränken dürfte. Und so versuchten manche große Figuren der klösterlichen Welt, etwa Bernhard von Clairvaux, Petrus Zelensis und andere, vor allem ab dem 12. Jahrhundert, gleichwohl zurückgreifend auf frühe Schriften des Mönchtums, insbesondere Cassians, der monastischen Spannkraft durch eine Fülle parenetischer Traktate mit Titeln wie De Ordine Vitae, De Disciplina Claustrali oder De Conscientia, Dauer zu verleihen. Sich also mit der Schrift als einem zeitübergreifenden Wissensspeichers eines sehr spezifisch institutionellen Mittels zu bedienen, um spirituelle Leitgedanken weiterzugeben als vertieftes Fundament künftigen mönchischen Verhaltens. Ebenso gehörte es zum Bildungsprogramm der Klöster, eben jene Scientia zu pflegen, die wie oben schon erläutert zur Sapientia führen sollte. Vor allem die klösterliche Welt war es ja bekanntlich, die wesentlich dazu beitrug, über dunkle Jahrhunderte hinweg eine Schriftkultur im lateinischen Europa aufrechtzuerhalten, das geistige Erbe der Antike zu tradieren und weiterzuentwickeln, es mit der christlichen Lehre zu vereinbaren, das wird dann bei den Dominikanern fortgeführt, und dann in den größten Bibliotheken jener Zeit zum Gebrauch bereitzuerhalten. Im Besonderen stammten die meisten Werke zu den Artes Liberales und zur Naturkunde sowie enzyklopädische Überblicke über all das aus der Schöpfung hervorgegangene aus mönchischer Feder. Denn anhand des theophanischen Charakters des Geschaffenen glaubte man der Erkenntnis dessen, was Gott ist, näher zu kommen. Eine oftmals im gleichen Text sofort vorgenommene Exegese der faktischen Darlegung hin zu deren allegorischen Sinn belegt diese Annahme deutlich. Jedem, der, wie ich oben formulierte, uneingeschränkt bereit war, den Weg zu Gott als alleinigen Kern des irdischen Daseins zu leben, musste die Anfertigung und Lektüre solcher Schriften mehr als jedem sonstigen im irdischen dieser Welt verbliebenen Christen tatsächlich ein Remedium sein, ein Heilmittel seiner Seele. Das Kloster stellte es ihm oder ihr als institutionalisierte Dienstleistung bereit. Das Kloster war also in der Tat eine große Anstalt religiöser Bildung. Es gab Lehrende, eine Phase der Einführung, Lehrschriften oder über Tugenden und Laster,
zur kontinuierlichen Verbesserung der spirituellen Conversatio und Schriften der Scientia, um die Visibilia der Welt für ein Verständnis des Jenseitigen ausdeuten zu können. Sehr wohl also scheint Bildung sich auch hier in festen institutionellen Rahmungen und geregelten institutionellen Formen vollzogen haben. Und dennoch habe ich mit meinem Aufruf der klösterlichen Welt den richtigen Schritt getan, um diesen Anschein in Zweifel ziehen zu können. Bei jenen, die, wie ich eben sagte, uneingeschränkt bereit waren, den Weg zu Gott als alleinigen Kern des irdischen Daseins zu leben, musste konsequenterweise die Formulierung Schule für den Dienst des Herrn noch einen ganz anderen Sinn haben, als nur ein institutionalisiertes Bildungsprogramm zu absolvieren. Ein Leben, das ausschließlich auf den Dienst des Herrn ausgerichtet war, musste sich in jenen Dimensionen erfüllen, die oben als institutionstranszendent bezeichnet wurden. Augustinus, der mit seinem Werk De Doctrina Christiana vehement den ursprünglich paulinischen Gedanken vortrug, dass man durch die Erkundung der sichtbaren Dinge zur Erkenntnis der unsichtbaren vordringen konnte, und der damit den mittelalterlichen Bildungsbetrieb fundamental prägte, relativierte dies zeitgleich in seinen Confessiones, indem er darüber noch eine höhere Ebene schob. Ich möchte sie Ihnen kurz in einem Zitat von ihm vortragen. Derjenige nämlich, sagt er, ist besser daran, der sich im Besitz eines Baumes weiß und für seine Früchte dir Gott Dank sagt, denn er braucht nicht zu wissen, wie viel Fuß des Baumes Höhe beträgt und wie weit sich dieser in der Breite ausdehnt. Besser nämlich als der, der ihn ausmisst und all seine Zweige zählt, ihn aber weder besitzt noch dessen Schöpfer kennt und liebt. Und so verhält es sich auch mit den Gläubigen, dem die ganze Welt mit ihren Schätzen gehört, der nichts hat und doch alles besitzt, weil er dir Gott, dem alles untertan, anhängt. Kaum deutlicher konnte man zum Ausdruck bringen, dass man sich keineswegs auf einen Automatismus verlassen könne, der in hinreichender Weise von Scientia zu Sapientia und zur Erkenntnis Gottes führe. Im 13. Jahrhundert wird dies vor allem Bonaventura in seinem schon genannten Werk Itinerarium Mentis Deum deutlich unterstreichen. Zitat, viele sind wissend, aber nur wenige weise. Es geht um mehr. Augustinus hatte es mit dem Wort besitzen, possidere, angesprochen. Der wahre Besitzer der Güter Gottes ist nicht der, der sich vorderhand die Kenntnisse über die von Gott geschaffenen Dinge aneignet, sondern der sich bereits ganz unmittelbar eine Einheit mit Gott selbst angeeignet hatte und so dessen Früchte genießen kann. Etwa ab dem frühen 12. Jahrhundert wurden solche Werte äußerst virulent, weil es als Reaktion auf die Wirrnisse des Investiturstreits zu einem stark verinnerlichten und von Selbstverantwortung geprägten Glauben gekommen war, der auch das Mönchtum in eine spirituelle Krise stürzte bzw. ganz neue Formen des Klösterlichen hervorbrachte. Überträgt man diese Aussage von Augustinus in den Alltag der klösterlichen Schulung jener Zeit, dann stößt man auf ein sozusagen Curriculum, ich möchte diesen Ausdruck noch am Schluss beibehalten, das sich ganz woanders abspielt als in Gebäuden des jeweiligen Klosters. Die Erörterungen des Zisterziensers Wilhelm von Saint-Thierry in seinem berühmten sogenannten goldenen Brief an einen Kartäuserkonvent zielen auf den Kern eines solchen Curriculums, als er speziell über die Mühen sprach, die die Herstellung einer Einheit mit Gott verlange. Ich zitiere, wenn diese Bemühungen auch manchmal durch Bücher unterstützt werden und wenn man sich auch ihrer bedient, so sind sie doch nicht von literarischer Art. Es geht nicht um Spitzfindigkeiten und Diskussionen, sondern um ein geistliches Wissen, um friedliche und demütige Dinge. Wenn diese Übungen auch nur äußerlich ausgeführt werden, so ist es doch eher ein innerliches Tun im Geiste der Seele, in Spiritu Mentis, wo der Mensch sich erneuert, wenn er den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist, in der Heiligkeit und Gerechtigkeit der Wahrheit.
Hier nämlich bildet sich der Geist, Animus. Hier formt sich die gute Einsicht für alle, die danach leben. Hier werden wir belehrt, uns als Diener Gottes zu erweisen, durch große Geduld in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Mühen, in Nachtwachen, bei Ehre und Schmach, mit Langmut, mit dem Heiligen Geiste, in ungeheuchelter Liebe, mit der Kraft Gottes. Das und andere sind die Übungen, in denen der Geist allein mit Gott sich prüft. Es dürfte deutlich geworden sein, dass sich dieses Curriculum woanders abspielte, als im Klosterräumen, nämlich in der Seele eines einzelnen Mönches, bei einem anwesenden Gott als alleinigen Partner. Dort mag man in Büchern Niedergeschriebenes aus dem institutionalisierten Repertoire einer religiösen Bildung nutzen. Entscheidend aber ist es nicht. Sehr deutlich drückte dies auch ein anonymer Zeitgenosse Wilhelms aus, als er mit Emphase den nachhaltigen Nutzen sogar speziell des parenetischen Schrifttums anzweifelte und einen anderen Inhalt des Curriculums propagierte. Was nützen alle diese Buchstaben der Ermahnung, wenn du nicht die Buchstaben des Todes in deinem Buch des Gewissens, lieber Conscientiae, löscht? Was nützen dir die Schriften, das Gelesene und Verstandene, wenn du dich nicht selbst liest und verstehst? Widme dich der inneren Lektüre, damit du dich selbst liest, prüfst und kennenlernst. Lies dort, damit du Gott liebst. Wohl nicht insistierender konnte man auf den Zwang zur Verinnerlichung der monastischen Normen und zugleich auf diejenigen Instanz hingewiesen werden, anhand dessen sich der Grad der Verinnerlichung selbst prüfen lässt. Das Gewissen. Jene Kraft im Individuum selbst, die ebenfalls ab dem frühen 12. Jahrhundert wieder ganz neu in das religiöse Bewusstsein gerückt war. Immer wieder wurde nun hervorgehoben, dass das Gewissen der unausweichliche Begleiter für einen selbst sei, denn niemand könne vor sich selbst fliehen. Das Gewissen zwinge einen dazu, selbst sein Zeuge, Ankläger und Richter zu sein. Beim Umgang mit dem Gewissen hieß es, stelle man sich vor sich und urteile man über sich. Man solle also durch die Gewissenserforschung sich zu sich selbst zurückbegeben, rette ergo te tibi, und wagen, sich selbst zu erkennen, aude conoscere te. Und schließlich hieß es sogar, wenn du deinem geprüften Gewissen folgst, dann binde dich dein eigenes Gesetz, lex tua te constringit. Dieser bemerkenswerte Satz des 12. Jahrhunderts liegt auf der gleichen Ebene wie die Höherrangigkeit der lex privata gegenüber der lex publica, von der er ja gerade sprach. Gegenstand des Curriculums war also die erforschende Hinführung zu seinem eigenen Inneren, zu seinem eigenen Gesetz. Diese Hinführung stand allerdings unausweichlich unter dem Zeichen Gottes als des übergeordneten Beobachters und Prüfers, dem allein die Herzen und Gedanken offenlegen, wie es hieß. Über der Instanz des Gewissens also stand die Instanz Gottes. Es bleibt, hieß es in einem anonymen Traktat über das Gewissen, dennoch immer das Urteil Gottes, welches mir nicht gestattet, tatsächlich zu begreifen, was ich tue, denn ich weiß ja nicht, ob Gott das akzeptiert, was ich tue. Er nämlich kennt mich besser als ich mich selbst. Er, der Erforscher von Herzen und Nieren, der Kenner der Geheimnisse, der um alles weiß und um die Gründe von allem. Zitat Ende. Gott ist selbst damit auch der Unterweiser dieses Curriculums. Das berühmteste Beispiel einer Empfindung, dass eine solche Unterweisung tatsächlich durch Gott selbst und nur durch ihn allein erfolgt ist, findet sich im Testament des Franziskus von Assisi, wo dieser schrieb, ich zitiere, nachdem der Herr mir Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich tun sollte, sondern der Höchste selbst hat mir offenbart, dass ich vollkommen nach der Form des Heiligen Evangeliums leben sollte. Zitat Ende. Franziskus hatte diese Bildung seiner Seele erfahren, als er sich am Ende einer längeren spirituellen Entwicklung in eine einsame Grotte bei Poggio Bustone an den Hängen des Rieti-Tal zurückgezogen hatte. Schon Wilhelm von Saint-Thierry hatte die Einsamkeit mit sich selbst als Voraussetzung verstanden, dass der Geist mit Gott sich prüfen, finden und bessern kann. Solche Bemühungen schrieb er mit fast psychologischer Feinfühligkeit,
Lieben, ich zitiere, das Schweigen, verlangen die Ruhe des Herzens in der Mühsal des Körpers, die Armut des Geistes und den Frieden in den äußeren Bedrängnissen und ein gutes Gewissen in aller Reinheit des Herzens und des Körpers. Zitat Ende. Dabei wurde nicht für notwendig erachtet, dass der Mönch sich von seiner klösterlichen Gemeinschaft distanzieren oder gar lösen sollte. Es galt ihm nur, Gott spirituell als Handlungspartner gleichsam einzufangen und ihn so zu umfangen, wie es hieß, dass dieser zum, ja, in den Menschen kam. Ein Haus im Inneren sei aufzubauen, wurde gefordert, als Tempel Gottes, als Seelenkloster, Claustrum Anime. So lauteten die gängigen Forderungen ab dem 12. Jahrhundert und nicht nachlassend auch in den nachfolgenden. Dieses Haus aber sei das geprüfte und gereinigte Gewissen. Dabei sei die erforderliche Wendung nach innen jedoch nur dann radikal zu vollziehen, wenn die Seele abließe, durch die Augen und Ohren und die anderen Sinne des Körpers hinauszuschreiten und sich an Äußerlichkeiten der Welt zu erfreuen. Gott werde nämlich dort nicht eintreten, hieß es in schöner Bildlichkeit, wo die Wände, Zitat, beschädigt und die Mauern löchrig sind. Gelingt es aber, dann werde der schon genannte Weg zur Verähnlichung mit Gott zu einem Status führen, der nicht mehr als Verähnlichung bezeichnet werden kann, sondern der, Zitat, Einheit des Geistes genannt wird, wie Wilhelm von Saint-Thierry formulierte und fortsetzte, Zitat, das ist dann der Fall, wenn der Mensch eins wird mit Gott, ein Geist, nicht nur in der Einheit des gleichen Wollens, sondern in der Liebe. Zitat Ende. Zusammenfassend kann man sagen, dass ein solcher Bildungsweg, der zur Rückbezüglichkeit auf sich selbst führte, um in sich die Einheit mit Gott zu erleben, nichts anderes bedeutete als die Autonomisierung des Ichs durch Partizipation an der Autonomie Gottes. Hier traf sich der Einzelne mit der Einzigartigkeit Gottes. Die Autonomisierung war nicht als Grundlage für beliebige Willkür zu verstehen, vielmehr führte sie letztlich zu einem Status, der treffend mit jenem verbreiteten paulinischen Satz aus dem ersten Brief an Timotheus umschrieben werden konnte. Das Gesetz ist nicht für die Gerechten da. Ein Satz, der dann von Augustinus aufgegriffen worden ist, als er sein berühmtes und in mittelalterliche Klöster hineinwirkendes Diktum »Liebe und tu, was du willst«, »Dillige et quod vis fac«, formulierte. Es waren dies Sätze, die sich nur rechtfertigen ließen, wenn man erkannte, dass jene Einheit mit Gott eine Autonomie von institutionellen Hilfsmitteln herstellte, weil man derer nicht mehr bedurfte, um richtig zu handeln. Eine solche Bildung, die tatsächlich den engsten Kern von Religion vermittelte, war institutionstranszendent und damit nicht institutionalisierbar. Sie war weder transpersonal noch formal und explizit, sondern sie konkretisierte sich nur in personaler Jeweiligkeit, um diesen Ausdruck Heideggers hier verwenden zu können, bezieht sich nur auf den ekstatisch durchlebten Inhalt, dessen jegliche äußere Form entgleiten konnte. Und blieb in der versteckten Einsamkeit der Seele, es sei denn, es wurden die Visionen des Herzens in Form von Niederschriften explizit gemacht. Im Prinzip dann aber ohne das Innere identisch abbilden zu können. Freilich war man sich schon im Mittelalter bewusst, dass eine solche Bildung nur in seltenen Fällen und nach immer erneuten Übungen der Seele zu den höchsten denkbaren Erfolgen führen konnte. Bernhard von Clairvaux sprach von rarer Stunde und kurzem Augenblick, rara hora et parva mora, wenn in völliger Entrückung des Geistes, in mentis excesso total, das Gefühl der Einheit mit dem anwesenden Gott gespürt werde. Mystik, das unmittelbare Ergriffenwerden des Menschen und vom Numinosen und das Bewusstsein von der Gegenwart Gottes, wie Hedwig Röckelein definierte, ist auch in der klösterlichen Welt nicht alltäglich. Man sollte aber nicht den Fehler machen, das Institutionelle und das Institutionstranszendente als zwei gegensätzliche Ebenen zu begreifen. Es mag banal klingen, aber institutionstranszendente Bildung
konnte sich nur konstituieren, wenn sie transzendiert von Bildungsinstitutionen. Beides sind kommunizierende Gefäße, Hilfen zur Ermöglichung des anderen oder Emporhebung über das andere, analog zum oben skizzierten universalkirchlichen Verhältnis von Himmelreich auf Erden und Anstalt des Heils. Wo hier jedoch in der monastischen Welt die Grenzen verliefen, inwieweit sie verschoben werden konnten, bis eine Seite nicht mehr übrig blieb, wo also entweder die institutionelle Bildung zur Vermittlung mönchischer Religiosität völlig auszureichen schien, oder wo man glaubte, nur der Stärke des Herzens in völliger Abgeschiedenheit folgen zu können, dies zu beantworten, muss der empirischen Forschung überlassen werden. Danke Ihnen für Ihre Geduld.